Grund natürlich Gladiatorenspiele und die hat man mehrmals im Jahr veranstaltet. Das war entweder zu irgendeinem Feiertag oder auch einfach so zu Ehren des Kaisers. Jede römische Arena hat ja drei Teile: Kampfplatz, Zuschauerplätze und Katakomben, unterirdische Räume. Kampfplatz sieht ihr ja da, komplett Wade mit Sand bedeckt. Sand hat man genommen, weil Sand saugte Blut auf. Und Name Arena kommt ja von Sand, weil Sand lateinisch heißt Arena. Arena, und daher sagt man Arena. Zwischen Kampfplatz und Zuschauer war eine 3 Meter hohe Mauer, der schützte die Zuschauer von wilden Tieren, weil es gab ja auch Kämpfe gegen wilde Tiere. Und dann müsst ihr euch eigentlich das Innere dieser Arena vorstellen wie bei einem Fußballamt. Wie bei Bayern Arena oder wie bei Allianz Arena oder so. Also die Sitzplätze waren Steinblöcke und die gingen bis da oben, bis zu diesen rechteckigen Öffnungen. 30 Reihen gab es, 23.000 Zuschauer passte hier rein. Heute um die 5.000. Darf ich kurz fragen, was macht man denn heute hier in der Arena? Ist es nur Oh, eine Besucherarena oder? einiges. Ihr seid gerade zu richtigen Zeitpunkt hier, aber Pech gehabt, ihr habt keine Zeit. Wir haben Gladiatorenspiele heute. Einmal im Jahr, das ist 12. Mal, haben wir Gladiatorenspiele. Das ist 3 Tage. In Pula heißt Tage der Antike. Also dann sieht man Gladiatoren durch die Stadt laufen, an Forum, dann was so Handwerk, was die Römer gemacht haben, dann was die gegessen haben, so Häppchen, so macht man so. Dann Frisuren, die Frauen laufen in die Kleider von damals und so. Das sind sehr Theaterstücke, sehr schöne Veranstaltungen. Romeo, wir müssen bis morgen bleiben. Und sonst? Okay. Sonst haben wir natürlich Konzerte. Dieses Jahr erwarten wir Joe Cocker, bekannt. Saz, diese französische Sängerin, und die Gruppe aus Deutschland, Gregorians, heißen die, mit so wie Mönche sind die angezogen. Kennt die nicht, Gregorians. Also dieses Jahr, dann haben wir, dieses Jahr feiern wir 60. Filmfestival, also Jubiläum. Dann letztes Jahr hatten wir erstes Mal Eishockeyspiel. Eishockeyspiel, 3 Tage bei 28 Grad, hat man hier. In der Tat hat man hier im Kampfplatz Eishockeyfeld gebaut, Tribünen hier überall. Also war auch eine super tolle Veranstaltung. Dann gibt es Oper, Ballett, Konzerte, viele Weltstars waren ja schon hier in unserer Arena. Elton John gab es hier, Konzert mit ihm. Alanis Morissette war hier, Sting war da, dann Anastasia war hier. Viele, James Brown, letztes Jahr war Tom Jones hier, also ziemlich bekannter Name, würde ich sagen. Viele Weltstars kommen nach hier, weil die haben auch nicht Gelegenheit, oft Gelegenheit, in so eine Arena um Konzert zu geben. Ne? Und das ist natürlich unser Vorteil, dass die Pooler aussuchen wegen Arena. Es gibt auch Treffen der katholischen Jugend Europas auch, also einiges. Ihr könnt ja Lurich auch fragen, wenn ihr was Besonderes wissen wollt. Ne? Ich weiß ja nicht, was, wenn ihr besondere Wünsche habt noch. Sonst, was eine Ausnahme gibt es bei dieser Arena, unsere Arena hat 4 Türme und das hat keine andere Arena auf der Welt. Dieser Turm hier am Eingang. Dieser Turm rechts ist von kurzem Sand gestrahlt. Das ist nicht neuer Turm, das ist nur Sand gestrahlt, um zu zeigen, welche Farbe hat die Arena im ersten Jahrhundert. Ja. Dann oben ist ja links eine und rechts eine. In diese Türme hatten die Römer so Wasserreservoirs. Und zwar war das Duftwasser, Lavendel oder Rosenduft haben die benutzt. Und dann, es stank ja hier in Arena. Weil 23.000 Menschen stank nach Schweiß, dann keine Toiletten. Dann haben die so, damals hatten sie da, hier waren diese Stützmauer. Was wir hier sehen, sind Stützmauer in Form eines Labyrinthes. Und dann haben die Zuschauer dieses Labyrinth als Toilette benutzt.
Und dann stank das so. Und in diese Türme hatten die diese Apparaturen und zwischendurch haben die Duftwasser aufs Publikum gesprüht. Ja, in der Tat. Es gab auch hölzerne Treppen da drinnen, wie man leichter zu bestimmten Plätzen kam. Die Plätze waren auch so, es gab Stammplätze. Stammplätze hatten Namen, eingemeißelte Namen, Name, Familienname. Wir haben sogar einige davon im Archäologischen Museum in Pula, noch mit Namen, also Stammplätze, Namen drauf. Die waren hier links und rechts. In der Mitte, das waren Ehrenplätze für Senatoren, so für wichtige Leute, VIPs, wie man das heute sagt. Ne? Und die weitesten Plätze oben, die waren dann fürs Volk vorgesehen. Ne? Gladiatorenspiele, hier gab es, neben Arena, gab es auch eine Gladiatorenschule. Das war ja meistens so, dass neben jeder Arena eine Gladiatorenschule gibt. Ja? Weil Gladiatoren waren ja meistens Kriegsgefangene. Und dann, wenn man die Kriegsgefangene mitgenommen hat, hat man die in Gladiatorenschule reingebracht und dort hat man die ausgebildet. Dort hatten die Trainer gehabt und dann hat man die ausgebildet als Gladiatoren. Gladiatoren kämpften meistens gegeneinander. Es gab aber auch Kämpfe gegen wilde Tiere. Hier, nun meistens hat man die Verbrecher genommen mit Todesurteil. Die oder die Christen, die man auch verfolgt hat damals, 1., 2. und 3. Jahrhundert, ne? Die müssten dann gegen wilde Tiere kämpfen. Was noch interessant ist, dass die Gladiatoren, die müssten dann kämpfen mit irgendeiner Waffe, was typisch für das Land war, woher die kamen, und auch in Kleider ihres Landes. So gab es auch verschiedene Gladiatoren. Ja, Dirndl. Ja. Heißt das Dirndl? So, sonst ist Arena aus Kalkstein gebaut worden und es steht fest, dass die Römer diese Steine per Meereswege nach hier gebracht haben. Per Meereswege. Dieser Steinbruch ist ja nur 4 Kilometer entfernt, aber trotzdem war einfacher per Meereswege und dafür steht die Arena so nah am Meer eigentlich. Sehr nah am Wasser, weil die Steine per Schiffe gebracht haben und dann wollten die das nicht so weit tragen, haben die das hier gebaut. Ich weiß nicht, ob noch irgendwelche Arena so nah am Wasser steht wie diese Arena, wie unsere Arena in Kuba. Habt ihr Lust einmal hochzugehen? Gar nicht. Wir haben so viel gegessen und eingetrunken. Ja, gegessen. Da muss man Kalorien aber ein bisschen. Und nicht bei diesem Weinkonsum, den wir hatten. Ja, so ist das immer in Kroatien. Ne? Tolles Essen. Essen und dann stundenlang. Soll denn die Arena komplett Nein. Das hat ziemlich lange gedauert mit Sandstrahlung. Ja, und dann wäre. Bis man alles macht, wäre das erste Teil schon wieder, das bringt ja nichts. Sonst, es gab auch ein Velum über die Zuschauer. Das ist auch interessant, die haben so eine weiße Leinen reingespannt. Das müssten die Matrosen machen. Die Matrosen sind hochgeklettert und dann Velum reingespannt. Wie bei Schiffssegel. Tau- und Flaschenzüge haben die so. Oft war sogar diese Velum mit verschiedenen Malereien versehen. Und dann sollten diese Malereien sollten dann irgendwie besondere Stimmung bei den Zuschauern hervorrufen. Aber fragt ihr auch, wenn ihr ihnen alle zu viel über Römer, könnt auch